Seid mir gegrüßt zu einer weiteren Episode des Nocturnheimers Monolog. Also dieses Jahr, nee, fängt ja schon mal gut an. Nicht. Vor dem Neujahr schon krank. Und dann darüber hinaus. Gut, bin jetzt noch ein bisschen angeschlagen. Aber beziehungsweise wann auch immer die Episode rauskommt, entweder noch immer oder nicht mehr. Erst fing Mausi an, krank zu werden, dann steckte sie mich an. Und dann auch noch zu einem Tag, wo so ein drastischer Wetterwechsel vonstatten ging. Das von kalt auf plötzlich so war erst Minusgrade und dann plötzlich plus 15 Grad oder was. Das hat's mich dann direkt umgehauen. Ja, dann hatte ich das Husten. Ich hatte dann erstmal auch keinen Hunger mehr. Auf nichts mehr. Tage später einen Magen-Darm dazu. Dann den einen oder anderen Tag zwischendrin auch nochmal. Oh. Ich meine, ich konnte somit dann im Bett liegen und nur noch YouTube schauen. Nur selten konnte ich mich aufraffen oder, wenn es auch sein musste, für irgendwelche Pflichten. Sei es jetzt Hausputz oder so. Naja, ich meine, das tat auch schon mal einfach mal gut, da zu liegen und nichts tun zu müssen, nichts zu tun. Aber gerne auch würde ich das im gesunden Zustand machen, einfach mal nichts tun. Aber ich kenne mich, das kriege ich auf Dauer nicht zustande. Naja, allerdings war schon zur Folge diesmal, dass ich sehr antriebslos dann war, auch. Und jetzt auch teilweise noch bin. Nur selten kriege ich mich mal zu irgendwas aufgerafft. Gut, wird immer mehr zum Zocken, schaffe ich es doch. Ja. Meine Musik geht auch schleppend vorwärts dadurch. Scheint kein gutes Jahr zu werden. Wobei, vielleicht noch für meine Musik, wenn ich mich mal aufraffe. Naja. Im schlimmsten Falle kriege ich erst 2024 veröffentlicht, wenn überhaupt noch. Naja. Kein gutes Jahr für Musik. Okay, das stimmt nur teilweise. Allerdings muss ich sagen, es gab ja eigentlich, seit geraumer Zeit zum 1. Januar hin, also zum eurem Neujahr, immer ein Moongates Guardian Album. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Grund dafür ist, dass ich jetzt nicht das nötige Geld habe, um aufzunehmen. Also wirklich zu einer seriösen Aufnahme kommen. Was sie höchstens machen könnten, wäre ein Dark Ambient Album. Aber es wäre für sie nicht zufriedenstellend, vor allen Dingen nicht seriös. Meinten sie nur. Aber gut, stattdessen wurde man mit Balga vertröstet, also mit Balga Album. Das Projekt existiert auch schon seit 2020. Und, soweit ich das verstanden habe, eine Demo hat das bloß halt ein anderer Kerl selber alles gemacht. Und seit 2021 mit den Alben sang Alexei ein. Wie gesagt, mit dem neuen Balga-Album By the Sea und wahrscheinlich jetzt mit vertröstet. Dafür, dass Balga anfangs
Ein Projekt war mit der lyrischen Thematikgebiet Preußen, Prussia, keine Ahnung. Laut Metallum habe ich das jetzt einfach mal so abgekupfert. Ja, aber hat das dann noch mit den Alben dann wieder Tolkien dann aufgenommen. Das hatte aber auch leider zur Folge, dass einige Texte, die schon bei Moongates Guardian vorkamen, auch in Balga verwendet wurden, nur mit anderer Hintergrundmusik. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und zwar fand das auch jetzt nicht gerade so ausgereift wie in Moongates Guardian, aber besser als nichts. Kann man sich hin und wieder anhören. Auf jeden Fall. Der Traum vom neuen Moongates Guardian Album. Ich alleine kann da auch nicht viel machen. Wir könnten. Ich weiß nicht, was ist da schiefgelaufen, was in anderen Jahren noch gut lief. Ich meine, die selber schrieben also ich habe das jetzt noch auf Facebook, da sind die eigentlich nicht mehr so aktiv. Aus Gründen. Aber laut dem Kommentar von wer auch immer das beantwortet. Wie haben die es gesagt? Es ist wenig Support von den Hörern irgendwie da, also wenig Unterstützung. Wo ich mir denke, hä? Wo mangelt's? Also, gut, ich für meinen Teil, ne, hab getan, was ich kann. Jedes Jahr ein Album gekauft. Wenn auch ein bisschen, na, höher gegangen mit dem Preis, aber. Gut, dadurch, dass man jetzt noch ja, Spotify und sowas hat, ne? Da kann man auch natürlich seinen Teil beitragen. Wenn man 10 Euro mindestens im Monat ausgibt, nur um seine Lieblingskünstler in Dauerschleife laufen zu lassen, damit die ihre Brötchen verdienen. Eigentlich ist das so nicht mein Teil, aber schätze, uns bleibt langsam keine andere Wahl mehr. Dabei bin ich noch einer so gerne, der gerne was Physisches in der Hand hält. Wobei, andererseits, im Grunde ist mir das völlig wurscht, aber von Lieblingskünstlern hätte ich auch gerne was Physisches in der Hand. Aber ich glaube, mein Geld alleine wird halt nicht reichen. Also da muss noch viel mehr kommen von den Leuten. Wo sind sie alle? Warum gibt es da keine Unterstützung mehr? Oder ist irgendwie zufällig alles teurer geworden? Wie sonst immer. Aber wie gesagt, ich für meinen Teil schaue, was ich machen kann, also ich sehe, was ich machen kann. Und vielleicht kommt ja doch noch was zustande. Aber andererseits, sie müssten doch mit der Zeit mal langsam ausgepowert sein. Da müsste langsam irgendwie, ne, die Luft raus sein. Nach so vielen Alben jetzt. Album vor allen Dingen. Ich muss mal wieder Deutsch lernen hier. Ich hatte auch erstmal gedacht, naja, vielleicht kommt das zum 3. Juni 23, weil da wäre dann das 10-jährige Jubiläum und vielleicht gibt es dann noch was. Vielleicht, ne? Summoned bei Middle-Earth 2. Dachte ich mir dann so, wird wahrscheinlich dann kommen.
Wie auch immer, ich nutze Spotify persönlich halt, ne, viel zu wenig und wenn dann auch für drowsy. Was? Der will ja seine Musik nicht mehr unter Bandcamp veröffentlichen. Würde sich angeblich da nicht lohnen. Scheint so, ich bin dann so ein Ausnahmefall, ne? Ich selber bin halt froh, wenn ich meine Musik, ne, auf mein Handy hören kann oder wo auch immer, ohne einen Streaming-Dienst nutzen zu müssen. Klar ist das eine gute Sache. Vielleicht, aber kommt da wirklich so viel rum? Bei Foxy Venus scheinbar jetzt schon. Foxy Venus ist so eine Gruppe junger Musiker und eine Musikerin dazu, ja. Die quasi in die Stapfen, in die Fußstapfen der 80er Glam Metal, Hard Rock, wie auch immer, tritt. Heißt Bands wie Bon Jovi, Whitesnake, Mötley Crüe, Winger, Cinderella. Etc., etc. Ne? Also eine Single haben die auf jeden Fall schon draußen. Wir sind schon an der nächsten scheinbar dran, haben sie jetzt gesagt. Das Faszinierende, was ich an denen finde, die geben sich echt Mühe, so wirklich selber aus, ne? Selber zu kleiden, wie in den 80ern tatsächlich. Die Glamster. Heißt, die Sängerin, macht sie auch jedes Mal ihre glatten Haare, macht sie dann wieder lockig. Also das jeden Tag zu machen, das könnte ich zum Beispiel nicht. Na gut, bei mir wird das auch nicht passen. Vielleicht bei Mausi. Frosch. Nee, nee, die hat eigentlich so schon Wellen. Das sind schon toll. Ihre Haare. Also von Mausi. Schmach. Schwelg. Seufz. Nee, was wollte ich noch sagen? Also, Spotify wollte ich noch was zu sagen. Weiß nicht, ich wäre jetzt auch selber nicht dafür, meine Musik da reinzustellen. Könnte ich sowieso nicht ausgründen. Ne? Ansonsten wäre ich, ne? Wäre ich ein bisschen aufgeschmissen, ne? Finanziell. Und ich weiß nicht, ich kann da einfach jetzt nicht so über meinen Schatten springen und, ne? Das Risiko in die Hand nehmen. Dafür fühle ich mich einfach zu unsicher. Gut, eine Sache will ich jetzt noch einwerfen. In letzter Zeit bekam ich oft zu lesen, es geht um die Band Pink Floyd. Die haben jetzt zum 50. Jubiläum ein neues Logo. Ja? Da steht eine 50 und in der 0 ist ein Regenbogen zu sehen. Ja? Jeder, der Pink Floyd kennt, kennt es nicht anders. Als ein Regenbogen mit einem Prisma als Logo zu sehen. Ja? Daher denke ich, das werden mal wieder die Unwissenden sein, diese ungebildeten Barbaren, die dann sofort drauf, ne, losstürzen und sagen, wie könnt ihr nur, jetzt fühlt ihr euch auch erwacht und so, was soll die Scheiße, ändert das Logo, brecht auseinander, etc., was für Sprüche ich da lesen muss,
gelesen habe. Weiß gar nicht, warum ich mir das überhaupt angetan habe. Also, das sind mir aber auch ganz neue Töne. Zuerst hat das jeder gefeiert, dass auf einmal jeder hier mit dem Regenbogen im Hintergrund da, ne, posiert. Oder so. Hier, LGBTQ Pride, was auch immer. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ach, ist mir jetzt wurscht. Ich selber bin jetzt auch kein Freund von Regenbogen. Deshalb werde ich niemals den Bifrost zu Asgard beschreiten. Nee, ich verkrieche mich in Hel. Und hänge da meine Zeit ab. Bäh. Nein, weiß nicht. Ist schon komisch von den Leuten. Die einen sind jetzt so und jetzt sind sie auf einmal wieder dagegen. Gut, kann man auch denken, dass es ziemlich heuchlerisch vorkäme von Roger Waters, der sich seit einiger Zeit antisemitistisch gibt. Eigentlich schade für einen Musiker wie ihn. Naja. Schade, dass man so damit umgehen muss. Aber gut. Jetzt kommen wir mal wieder was zu was Interessanterem, hoffentlich. Und zwar habe ich jetzt erst entdeckt, dass Torchlight Infinite auf Steam zu finden ist. Ich guck doch nicht richtig. Hatte ich im Beitrag da gelesen. Ich dachte, hä? Ich dachte, das wäre jetzt, ne, ausschließlich ein Mobile-Game. Also ein Handyspiel. Aber nein, die haben den gleichen Schritt gemacht wie Diablo Immortal. Das auch noch als, ne, PC-Version zu bringen. Mit Crossplay und allem. Dazu, oh, ja dann lohnt sich das auch für mich mal anzuspielen. Gesagt, getan. Ja. Ich meine, mittlerweile bei jedem neuen Spiel bin ich erstmal überfordert. Ich will die Skills von damals wieder haben, wo ich nicht so überfordert war. Oder mich nicht so überfordert gefühlt hatte. Aber vielleicht, wenn ich noch ein bisschen weiter reinspiele, dann kommt das auch wieder. Also ungewohnte Steuerung ist auf jeden Fall mitunter. Also ich meine, ich bin das noch gewohnt mit links und rechts. Rechter Maustaste. Mit linker und rechter Maustaste anzugreifen. Jetzt ist es nur die rechte Maustaste und ein paar andere Knöpfe. Q, W, E, R, F. D für einen Haltrang, richtig? Nee, D für interagieren. Q war ein Haltrang. Entschuldigung, ich hab was Falsches gesagt. Nein, ja, also ich musste natürlich direkt den, na, Barbaren da nehmen, den Berserker hier. Der sagte mir natürlich am meisten zu. Und natürlich musste da schon eine Season beginnen. Es lief schon, läuft schon Season 2. Was war denn erste? Also den erste ist dann an mir dementsprechend vorbeigegangen. Wie sollte es auch anders sein, wenn ich ja jetzt erst wusste, dass Torchlight Infinite auf Steam gibt? Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, was das noch bereithält. Also ich muss mich noch finden, aber ansonsten geht's. Hier konnte man jetzt quasi auch nicht so selber die Skillpunkte verteilen wie, ne, Torchlight 1 oder Torchlight 2.
Aber gut. Für ein Handyspiel, ich glaube, das muss man jetzt auch mittlerweile so nicht mehr in der heutigen Generation der Spiele. Eigentlich schade, aber gut. Man muss sich wohl seinem Schicksal fügen. Auch wenn ich das nicht immer will. Ich klinge jetzt schon so wie ein Geschädigter, der. Lassen wir das. Nee. Was mich auch sehr überfordert hatte, waren plötzlich die großen Schaltflächen über den Bildschirm halt, ne? Aber gut, so wird das auf dem Handy auch sein. Na, denke ich mir. Ich traue mich das gar nicht auf meinem Handy zu installieren, weil hinterher spreng ich es doch noch weg. Ich weiß ja nicht, wieso mein Handy steht und ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Kein Bock mehr, jedes Mal ein neues Handy anzuschaffen, weil ich irgendwas nicht beachtet hatte. Und ich denke mal schon, ich denke mal schon, dass na, darum jetzt immer kämpfen für längeren Akku und so weiter, also jeder Smartphone-Hersteller. Aber ich weiß es nicht, bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß laber. Na gut. Ich auf jeden Fall bin begeistert von Torchlight Infinite. Oder was heißt begeistert? Noch bin ich noch nicht ganz begeistert, aber. Doch, man kann schon sagen, begeistert bin ich schon vom Endgame-Content. Da habe ich mir jetzt aus Neugier ein Video reingezogen. Ein 83er Berserker, wie der abgehen kann. Also bei jedem Sprung hier Massen von Gegnern schon weg. Weggesprengt. Uiuiuiuiuiui. Weiß nicht, aus irgendeinem Grund bin ich schon wieder motiviert, Let's Plays machen zu wollen. Ich kann mir nicht helfen. Dabei wollte ich das eigentlich gar nicht mehr. Aber es gibt jetzt immer mehr, was wieder für eine Rückkehr spricht, meinerseits. Ich meine, da fängt schon mit Elgato an, das wollte ich mir doch jetzt langsam bestellen. Dass ich von den Konsolen aus noch zocken kann, also hier streamen könnte oder halt aufnehmen, wie auch immer. Jetzt habe ich auch Bock, irgendwie Grim Dawn nochmal zu zocken, also auf meinen Kanal zu bringen. Und ich wollte Arcania neu aufnehmen, weil ich mit der Qualität nicht zufrieden war. Oder was? Ja, Qualität kann man schon sagen. Es war halt sehr asynchron. Keine Ahnung, was da mit OBS da schief lief. Dass es so asynchron am Ende war. Weil an dem Spiel selber kann es gar nicht gelegen haben, weil es war schließlich in Skyrim auch so anfangs. Und dann mit einer neuen Version von OBS hat sich das gelegt. Also es war sehr komisch auf jeden Fall. Gut, das soll's auch für den Anfang des Jahres jetzt auch gewesen sein. Da mache ich die nächste Episode wird dann wieder was länger. Tut mir leid, Leute, wenn ich das jetzt mal so kurz hab laufen lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Also gut, wir hören uns wieder in einer der nächsten Episoden von des Nocturnheimers Monolog. Bis dann!